Herzlich willkommen zu Fußballmanager muss man nicht spielen, dem VfL Campus Kurzpodcast. Moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen zum VfL Campus Podcast. Mein Name ist Ole, ich begrüße euch wiedermals und möchte euch gerne den VfL Campus etwas näher bringen. Da wir natürlich da immer Gäste brauchen, habe ich mir einen wunderschönen Gast heute eingeladen. Er ist Absolvent der Weiterbildung und aktuell Student im Bachelor. Hallo Stefan. Hallo Ole, schön hier zu sein und es freut mich wirklich, jetzt auch beim Podcast mal dabei zu sein. Wie bist du angereist heute? Ich hatte heute einen ganz normalen Arbeitstag beim VfL Wolfsburg. Ich mache oder absolviere gerade mein Praktikum von 7 Monaten. Und wenn man jetzt dich so ein bisschen hört, hört man, du kommst aus Österreich. Wie bist du denn eigentlich auf den Sport Business Campus oder beziehungsweise den VfL Campus aufmerksam geworden? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es hat angefangen mit meinem ersten Stadionbesuch mit meinem Papa. Seitdem war ich mal zu Fan von GRK, war dann auch, habe dann von täglich davon nachts geträumt, eben Fußballprofi zu werden. Ich habe mich dann eben mir einen Traum verwirklichen wollen, habe dann bei 3 Jugendvereinen in meiner Zeit oder aktiven Zeit bis dato spielen dürfen und davon sind auf einmal 2 insolvent gegangen. Und dann stellt man sich auch schon in jungen Jahren die Frage, ja, wie kann sowas passieren? Und meinen Eltern war es halt immer wichtig, dass ich in die Schule gehe und ich durfte mir dann auch frei entscheiden, welche Oberstufe ich in Österreich gehe. Und da habe ich mir die BHAK Grazbachgasse ausgesucht. Das ist eine der renommiertesten Wirtschaftsschulen in Graz. Und da bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit der Betriebswirtschaft gekommen. Man beginnt dann halt einmal zu googeln, was will man vielleicht mal nach der Schule machen. Und je näher es eben zur Matura kommt, was bei euch das Abitur ist, setzt man sich immer mehr damit auseinander. Ich hatte dann auch das Glück, dass einer meiner besten Freunde nach England gegangen ist, auch Sportmanagement studiert hat. Der hat mir dann immer so tolle Sachen erzählt. Ey, das Sportmanagement-Studium macht so viel Spaß, mach das auch. Aber da war mir England ein Schritt zu groß und darum habe ich mal gedacht, ja, vielleicht gehe ich mal einen Schritt zurück und schau mal, was in Deutschland ist oder in Österreich. Was gibt es da? Und je näher man dann zum Matura kommt, schaut man sich halt immer mehr und mehr um. Man googelt dann Tag und Nacht. Es fragen ja auch immer mehr Verwandte einem, was machst du nach der Schule, wie sind deine Ziele? Und dann bin ich halt bei der Recherche mal auf den Sport-Business-Campus gekommen, habe mir das dann auch näher angeschaut und ich hatte dann auch das Glück, dass an der nächsten Woche der Tag der offenen Tür in Fürth war. Habe dann zu meinem Papa gesagt sofort, hey Papa, Tag der offenen Tür, wir müssen uns das anschauen. Wir sind dann halt sofort raus, haben Hotel gebucht, sind dorthin gefahren, habe mir das Ganze angeschaut, war sofort begeistert. Wie bin ich nach Wolfsburg gekommen? Ja, ich habe mir gedacht, wenn der nach England geht, suche ich mir das Weiteste in Deutschland aus. Das wäre es von mir aus, von Graz, natürlich Wolfsburg. Und weil ich auch nicht gedacht habe, dass ich so oft hier sein würde, deswegen das Weiteste auch und habe mich dann sofort für eine Weiterbildung beim VfL Wolfsburg entschieden. Und wieso genau hast du dich dafür entschieden? Also gab es Inhalte oder was hat dich überzeugt? Generell einmal, der VfL Wolfsburg ist ja ein Bundesliga-Verein. Ich habe ja auch schon im Vorhinein eben die gute Arbeit zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen gesehen vom VfL und habe mir dann halt gedacht, warum nicht beim VfL Wolfsburg? Und wenn du jetzt so die Weiterbildung rückwirkend betrachtest, was war dein Highlight? Highlight würde ich absolut jetzt das Thema Netzwerken ansprechen. Netzwerken hat, ja, ich weiß, einen Beigeschmack, aber es ist wirklich die Leute, die was man dort kennengelernt. Das ist zum Beispiel jetzt die Dozenten, wie du einer bist. Also man konnte dich ja auch immer im Nachhinein fragen, Ole, könntest du mir da oder da helfen? Und du hättest immer sofort eine Hilfe angeboten. Das ist aber nicht nur bei dir so, ist ja bei vielen anderen Dozenten auch so. Und ich würde auch dementsprechend sagen, die Kollegen in der Gruppe. Also das sind ja auch mittlerweile mehr als Kollegen. Das sind teilweise wirklich Freunde. Man hat heute noch Kontakt. Und da würde ich auch liebe Grüße an alle, die Weiterbildung gemeinsam gemacht haben. Ich wünsche euch alle das Beste. Ja, das ist so ziemlich das Highlight. Und natürlich, wenn man sich begegnet, zum Beispiel, ich habe jetzt eine vor 2 Wochen im Stadion hier getroffen und habe mit ihr dann halt eine halbe Stunde darüber gesprochen, auch über die Zeit bei der Weiterbildung. Wir waren eine super Gruppe. Es war wirklich toll. Es war wirklich toll, ein Teil dieser Gruppe zu sein. Und wie gesagt, man ist heute noch im Austausch und man freut sich immer wieder, die Gesichter zu sehen. Du hast es eben erwähnt, die Gruppendynamik. Wie kommt das denn zustande? Also die Weiterbildung hat 3x4 Tage, 4 Tage in Wolfsburg, 4 Tage in Düsseldorf und 4 Tage in Fürth. Wie entwickelt sich so eine Gruppe dann? Wir haben alle die gleichen Interesse. Wir sind hier wegen Fußball. Man spricht einfach in der Pause. Man nutzt die Pause effektiv. Man fragt auch den anderen, ja, was machst du in deiner Freizeit? Machst du irgendwas mit Fußball? Und dann kommt zum Beispiel einer, der ist Fanbetreuer bei Sandhausen, war beim HSV und dem hört man dann halt zu wie in Spotify Audio.
oder wie ein Hörbuch, besser gesagt, dann stellt man natürlich auch viele Nachfragen, auch nach der Weiterbildung, also auch privat. Aber das ist jetzt nicht nur die Person an sich, sondern das ist ja bei allen so. Und jeder hat seinen eigenen Lieblingsverein, man beginnt dann auch da darüber zu sprechen, dann kommt man über die Arbeit. Also man kommt so leicht in Gespräche rein mit allen Kollegen, man entwickelt eine Freundschaft, man macht die Mittagspausen gemeinsam. Also da sind so viele Schnittpunkte. Und wenn du jetzt die Gruppe, ist die eine Sache, aber es gibt immer Leistungsnachweise. Und ich werde immer gefragt, ja Ole, wie sehen denn so die Leistungsnachweise aus? Also was muss man da machen? Man kann ja auch wählen, ob man die Weiterbildung mit Leistungsnachweisen machen möchte oder ohne. Du hast sie mitgemacht wahrscheinlich. Ich habe sie mitgemacht und würde es auch jedem absolut empfehlen, sie mitzumachen. Ja. Und hast du ein Beispiel? Also was war so deine, vielleicht als Erinnerung, was war dein Highlight als Leistungsnachweis oder was hat am meisten Spaß gemacht? Da muss ich wirklich ehrlich sein. Es hat wirklich jeder Leistungsnachweis auf seine Art Spaß gemacht. Da kann ich auch gerne ein Beispiel nehmen. Es ist jetzt zum Beispiel das Modul Eventmanagement. Bespricht einmal der Dozent, zeigt seine Aufgabenstellung, bespricht es wirklich sehr detailliert mit einem und man bekommt dann auch genügend Zeit, eben das auch umzusetzen. Und in der Zeit, in der man hat, beginnt man dann ja auch mit seinen Gruppenkollegen mal über die Aufgabenstellung zu sprechen. Und dadurch, dass man, wie gesagt, wirklich mit seinen eigenen Interessen reinkommt, baut man oder beginnt man sich, das Projekt wirklich an sich zu reißen. Zum Beispiel, was bei mir der Fall, ich habe dann ein Interview mit meinem Amateurverein, mit dem SV Übelbach, geführt, bin dann mit dem Vorstand so in Gesprächen gekommen. Das Interview war wirklich toll. Wie gesagt, man beginnt dann halt sich wirklich auseinanderzusetzen und dann schickt man seinem Freund oder seinem Weiterbildungskollegen eben die Arbeit, lasst ihm drüber lesen und dann fragt man, ja, was hältst du noch dafür? Und dann schickt er dir wiederum seine Arbeit und dadurch entstehen auch Leistungsgruppen, da wird mir auch besser, weil es kommt der neue Input dazu und oder man kann ja sogar dich als Dozenten im Vorhinein fragen, hättest du eventuell noch Tipps etc., was ich mit einbinden könnte und so bauscht sich das dann halt auf und dadurch, dass man es eben schon so viel Zeit reinsteckt oder auch so viel Zeit bekommt, mit dem Thema sich wirklich auseinanderzusetzen, kommt dann auch am Ende des Tages was Gutes raus und Event, zum Beispiel jetzt das Modul Eventmanagement ist ja auch, jedes Fußballspiel ist ein Event, auch bei einem Amateurverein. Also ich kann das ja auch selber sagen als Dozent, also diese Gruppen von 15 bis 20 Personen, man hat halt echt eine gute Beziehung zu allen Studenten und Weiterbildungsteilnehmern, ne? Weil man hat, ist immer im Kontakt, immer im Austausch, ihr könnt nachfragen und es ist halt eine gute Größe auch für den Unterricht. Aber wenn man jetzt denkt, hast du gearbeitet, während du die Weiterbildung gemacht hast, oder? Ja, ich habe derzeit meinen Zivildienst, also normale 40-Stunden-Woche gehabt, aber es ist sich idealer Ausgang. Natürlich, man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich die Zeit auch einplanen, man muss da, nennen das Stichwort jetzt mal Zeitmanagement oder Organisation, klar, muss man haben, muss man machen, aber es geht ja. Das sind echt viele interessante Informationen gewesen jetzt zur Weiterbildung und eben das Ganze jetzt ein bisschen aufzupeppen hier nochmal, würde ich jetzt gerne mit dir ein Spiel spielen. Und dieses Spiel heißt Triple Entweder Oder. Da werde ich dir jetzt im Folgenden drei Begriffe nennen und du suchst dir einen aus und kannst dann auch gleichzeitig gerne mal sagen, warum du dir diesen ausgesucht hast. Also ich fange einfach mal an. Lernen für eine Klausur rechtzeitig, kurzfristig oder gar nicht? Definitiv lernen, also den ersten Punkt. Rechtzeitig? Rechtzeitig lernen, wie gesagt, Zeitmanagement auch, wenn man eben, wie gesagt, ich absolviere ja mein Praktikum beim VfL Wolfsburg, arbeite auch da 40 Stunden und da muss man sich das halt im Vorhinein einplanen und deswegen immer rechtzeitig anzufangen, bevor man am Schluss Stress hat, den habe ich mir während der Matura damals gemacht, den mache ich mir nie mehr, daraus habe ich wirklich gelernt, ja. Okay, und zweite Frage wäre, welche Funktion bevorzugst du? Spieler, Trainer oder Manager? Lustige Frage, aber kurzes. Ich mache alles drei. Ich bin sowohl Spieler, spiele aktiv gerade beim SSV Vosfelde in der Landesliga in Niedersachsen, bin Trainer einer B-Jugend, einer also U17-Mannschaft und Manager. Ich durfte eben bei meinem alten Sportverein, beim SV Gaulhofer Übelbach, eine beratende Funktion beim Vorstand einnehmen, eben aufgrund der Weiterbildung und deswegen, da muss ich alle drei nehmen. Und Trainer auch hier jetzt, während deines Praktikums? Ja, genau, hier beim SSV Vosfelde übernehme ich oder leite oder ja, unterstütze die B-Jugend. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welches Catering spricht dich in der Mittagspause am Präsenzwochenende an? Pizza, Salat oder Schnitzel, Pommes?
Gibt es auch sowas? Ich bin ja Sportler, ich muss ja Spaghetti, glaube ich, nehmen. Ja, können wir nächstes Mal hinzufügen. Ja, dann fürs nächste Mal Spaghetti. Okay, welches Modul wird das Schlimmste? Accounting und Controlling, Wirtschaftsrecht oder VWL? Boah, ganz schwere Frage. Ich glaube, jedes ist auf seine Art und Weise speziell und schwer. Aber wenn du mich so fragst, Accounting. Accounting und Controlling, okay. Sportbusiness als Arbeitgeber. Wo würdest du gerne arbeiten? Basketball-Bundesliga, Eishockey-Bundesliga oder Fußball-Bundesliga? Österreichische Bundesliga. Österreichische Bundesliga. Ja, das ist bestimmt auch nett. Wenn du dein Studium absolviert hast, worauf bist du am meisten stolz? Den Titel Bachelor Management, zertifizierter E-Sport-Manager, zertifizierter Fußball-Manager. Ja, auch da würde ich alle drei nehmen. Ich bin dann einfach sehr stolz, dass ich wirklich alles geschafft habe und da würde ich alle drei nehmen. Ist ja auch selten, dass ein Studium drei Titel beinhaltet. Ja, absolut. Und da waren ja auch ein paar von meinen Freunden neidisch auf mich, dass ich gleich alle drei habe mit einem Studium. Kommen wir zu deiner Freizeit. Also deine Freizeitbeschäftigung. FIFA spielen, Fußball selbst spielen, Fußball im TV schauen. Ich glaube, ich bin Fußballer 360 Grad, wie schon einmal erwähnt. Ich spiele selber aktiv, ich bin Trainer, ich spiele selber FIFA und war eben auch im Vorstand tätig, beziehungsweise darf das ja auch mitbegleiten, beziehungsweise mache ich auch hier mein Praktikum bei der E-Sport-Abteilung. Ich glaube, mehr Fußball geht gar nicht. Und als Österreicher, was sowieso klassisch dazu gehört, ist Ski und Snowboard fahren im Winter. Von dem her, das sind meine Freizeitbeschäftigungen. Sehr gut. Das war das erste Spiel. Dann kommen wir jetzt noch zum Motto des Campus. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, gelesen hast, Fußballmanager muss man nicht spielen. Was verstehst du darunter? Ja, Fußballmanager muss man nicht spielen, kann man sogar live erleben, wenn man was macht. Wie gesagt, ich durfte eine beratende Funktion einnehmen und da fühlte ich mich teilweise auch wie so ein Fußballmanager. Und da hat mir die Weiterbildung definitiv geholfen, weil man bekommt ja auch theoretischen Input, dem was einem wirklich weiterhilft, auch jedem Amateurverein. Also ich würde es auch jedem oder der, was beim Amateurverein tätig ist, in irgendeiner Funktion würde ich ihm das auf jeden Fall empfehlen, weil die Module wirklich einem weiterbringen und deswegen, das wäre meine Antwort. Und warum hast du dich jetzt nach dem Abschließen der Weiterbildung noch dazu entschlossen, auch den Bachelor zu machen? Mein Lebensmotto ist ja Being Me since Bludenz 99 und da steht auch irgendwo dafür, dass man die Sachen durchzieht. Jetzt habe ich mit der Weiterbildung angefangen und durch die Weiterbildung erarbeitet, arbeitet man sich ja Credits und die Credits werden dann einem beim Bachelorstudium angerechnet und ich habe mir so gedacht, jetzt habe ich schon die Leistungsnachweise, also ich habe schon leicht anfangen können, beziehungsweise die Weiterbildung ist auch eine gute Vorbereitung für das Studium und dann habe ich mir einfach gesagt, zieh durch, mach weiter und da muss ich auch Frau Lehmann danken, sie hat mir auch bei wirklich in einem Gespräch wirklich nochmal das auch ans Herz gelegt, das zu machen. Und dann war für mich gar keine andere oder bessere Alternative zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mich dafür entschieden, das Studium zu machen. Und das muss ich auch erwähnen, meine Schwester studiert Medizin. Dann kommt natürlich in der Familie auch irgendwo ein Ansporn. Ja, wenn sie studiert, musst du ja auch studieren. Und das war dann quasi so meine Beweggründe. Und wenn du jetzt aktuell im Studium so ein Studienprojekt oder was ist deine nächste Klausur oder schreibst du gerade eine Hausarbeit? Hast du ein spannendes Thema, was du mal erzählen kannst? Meine nächste, oder ich habe gerade eine Hausübung aufbekommen, das ist eine Erstellung, einen Beobachtungsbogen im Stadion und das Lustige ist, genau die gleiche Beobachtung hatte ich tatsächlich mir privat so quasi mal aufgegeben, weil ich mal sehen wollte, wie Kinder oder beziehungsweise Familien im Stadion, wie sie sich verhalten. Und das ist ja eben vor allem, wie gesagt, beim VfL Wolfsburg, da sind auch mehr Familien. Und dann habe ich mich mal, ich glaube, das war gegen Leipzig, irgendwann mal selber so die Frage gestellt, ja, wie verhalten sich eigentlich Familien da? Kaufen die jetzt immer was vorm Kiosk? Und jetzt hast du das mal lustigerweise mal als Hausaufgabe bekommen. Deswegen war es ja auch ja nicht zu einfach, würde ich mal sagen. Aber es war schon eine coole Aufgabe, weil man sie sich halt mal selber gestellt hat und jetzt bekommt man das halt als Aufgabe quasi wirklich. Und du machst jetzt ja gerade dein Praktikum im Bereich E-Sports hier beim VfL Wolfsburg. Du hast durch die Weiterbildung ja den Titel zertifizierter E-Sport-Manager. Konntest du die Inhalte schon im Praktikum einbringen, oder? Ja, man kann es vermehrt dadurch einsetzen, weil viele eigentlich fragen, was ist denn der E-Sport? Und
man bekommt ja beim E-Sport Basic Manager in der Weiterbildung ja auch mal sehr, sehr gut und detailliert erklärt, was das überhaupt ist. Weil viele fragen mich auch im Sportverein, ja, was machst denn du eigentlich da beim VfL, was ist ein E-Sport? Ja, natürlich ist es auch klar, dass man von der Weiterbildung Inhalte dann bei der wirklichen Arbeit auch umsetzt, ja. Warum E-Sports, also warum der Bereich, bist du Gamer? Absoluter Zocker. Ich habe auch früher in meiner Zeit, ich hatte 7, 8 Jungs, wir nannten uns My FIFA Shop, weil wir früher immer von der Website FIFA Coins gekauft haben. Also wir haben wirklich en masse gezockt. Natürlich hat es dann halt mit dem Ganzen aufgehört, wo du natürlich in der Freizeit im Fußballspielen, dann auf einmal ist man, wie gesagt, kurz vor der Matura. Da muss man sich halt auch Stichwort Zeitmanagement. Und dann hat sich das jetzt ein bisschen gelegt. Und das Lustige war, ist ja, meine Mama hat immer so zu mir gesagt, ja, was willst du denn eigentlich mit dem machen? Ja, das würden wahrscheinlich viele Mütter sagen. Ja, also die hat jetzt auch zu mir wirklich wortwörtlich auch so gesagt, ja, mit dem wirst du nie irgendwas erreichen. Und jetzt, als ich ihr dann quasi auch mal erklärt habe, was ich dann beim VfL Wolfsburg gemacht habe oder machen werde, ist sie aus allen Wolken gefallen und hat es ja mir auch gar nicht glauben können. Deshalb der Bereich E-Sport. Ich würde gerne jetzt mit dir schon das zweite Spiel spielen. Und dieses Spiel heißt, aber ich kann es empirisch belegen. Es ist folgendermaßen funktioniert das Spiel. Ich werde dir eine Frage stellen, aber die Wörter der Frage sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Das bedeutet, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Dein ist Lieblingsmodul was? Die Frage würde dann deuten, was ist dein Lieblingsmodul? Ich hoffe, das ist auch so einfach. Ja, nicht ganz. Also das Beispiel ist immer am einfachsten. Wir fangen einfach mal an mit Frage 1. War spannendste was einer Thema das Hausarbeit? Was war dein spannendstes Thema als Hausarbeit? Mein spannendstes Thema war wirklich das Markensteuerrad des SV Übelbachs, weil man es dann wirklich dem Verein, für den man spielerisch tätig ist, wirklich mal von der komplett anderen Seite beobachtet und mal auch sich wirklich eigene Fragen stellt. Und das oder die Hausarbeit war definitiv das Highlight. Die nächste Frage ist, Lieblingsstandort, dein welcher ist? Was ist dein Lieblingsstandort? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was ist denn dein Lieblingsstandort von allen drei, Ole? Ja gut, ich komme vom VfL Wolfsburg, ich bin gerne in Wolfsburg, ich lebe in Wolfsburg, also der VfL Campus. Ja, dann muss ich sagen Fürth, weil es mein Heimatcampus ist. Ja, das ist Heimatnähe ist ja auch nichts Schlimmes, also es geht ja allen so. Ist ja am nähersten auch zu Graz. Das stimmt auch. Beim welcher spielst SSV-Position du auf Vorsfelde? Ja, welche Position spielst du beim SSV Vorsfelde? Ja, im Moment eher die Bankrolle. Also rechts außen Bankelwärmer und Flaschenträger. Aber wenn ich dann mal spielen darf, dann spiele ich die 6. Auch eher abräumender Sechser. Ich glaube, das ist ja auch mit meinem Nachnamen Fleischhacker sehr, sehr eng verbunden. Das passt. Du welchen bevorzugst Leistungsnachweis? Welchen Leistungsnachweis bevorzugst du? Ja, ich glaube, das sind dann doch die schriftlichen Arbeiten, eben dadurch, dass man eben genug Zeit bekommt, dadurch, dass man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen kann, dadurch, dass man immer den Dozenten auch wirklich nachfragen kann, was wünschst du dir oder was erwartest du dir? Okay, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Hausarbeit war für Verspätete deine Abgabe einer was die Ausrede schlechteste? Ja, was war die schlechteste Ausrede? Ich habe bis jetzt jede rechtzeitig abgeben dürfen und können. Streber. Ja, definitiv. Aber das prägt einen dann doch, wenn man dem viel planen muss, vor allem seine Freizeit. So, dann kommen wir noch zur letzten Frage, eigentlich auch eine der wichtigsten mit. Wie stellst du dir deine Zukunft vor, so nach dem Studium, mit den Zertifikaten? Was möchtest du machen? Ja, ich würde mal fleißig weiterarbeiten an mir, vor allem persönlich. Stichwort Fußballtraining, ich würde gerne meine Jungs beim SSV Vorsfelde auf das nächste Level bringen. Fußballtechnisch natürlich jetzt auch, ich bin ja trotzdem Spieler beim Verein, bei den ersten Jahren des SSV. Ich würde mir da gerne die Herbstmeisterschaft und auch generell die Meisterschaft wünschen. Und dann würde ich auch mal mir, glaube ich, mal einen Urlaub gönnen nach deinem Studium. Da hat man auch verdient nach dem Studium. Ja, definitiv. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier am Podcast teilzunehmen. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Einblick geben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war sehr, sehr cool. Danke, Ole, für die Einladung. Und wenn du mich brauchst, ich komme immer wieder. Darauf komme ich bestimmt gerne zurück. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dann mit sportlichen Grüßen aus der Volkswagen Arena.